Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute teste ich den neuen Riolink Home Hub. Viele von euch erinnern sich vielleicht an mein letztes Video, in dem ich die Argus 4 Pro getestet habe und wo ich die fehlende Anbindung an meinen RLN 36 NVR Netzwerk Videorekorder bemängelt habe. Riolink hat auf mein Feedback reagiert und mir dieses Gerät zur Verfügung gestellt. Ob es meine Erwartungen erfüllt, sehen wir gleich. Was genau ist dieser Home Hub? Dieser Home Hub ist ein mobiler NVR. In diesem Gerät könnt ihr bis zu 8 Kameras anschließen und die Daten direkt darauf speichern. Auf der Rückseite hat das Gerät 2 SD-Kartenslots. Eine Karte bekommt ihr inklusive dazu, eine 64 GB Karte. Die wird hier hinten einfach eingesteckt und schon könnt ihr 64 GB an Daten speichern. Weiterhin in der Box, die nach wie vor sehr hochwertig wirkt, dabei ist ein Stromkabel und ein Netzwerkkabel. Das Netzwerkkabel wird ebenfalls auf der Rückseite angeschlossen. Die andere Hälfte kommt dann irgendwo in eine Buchse, in euren Switch, in euren Router, wo auch immer, in euer Netzwerk. Das war's auch schon. Wenn ihr das gemacht habt, ist dieses Gerät einsatzbereit. Ihr könnt die Kameras hinzufügen und habt zusätzlich als Speicherplatz eben nicht nur die SD-Karte in eurer Kamera oder euren NVR, wo das Ganze auf einer richtigen Festplatte gespeichert wird, sondern ihr habt zusätzlich dieses Teil hier als Speicherplatz, was sehr handlich, sehr klein, geräuscharm ist, alles das, was ich mir wünsche. Der Unterschied zum großen NVR ist für mich, dass ich die Argus 4 Pro hier mit einbinden kann. So wie auch viele andere Kameras, die am großen NVR leider nicht funktionieren. Insbesondere die Varianten, die über Solarpanel nicht permanent im Netzwerk online sind. Bevor ich euch jedoch gleich zeige, wie ihr eine Kamera entweder in der App am Telefon oder direkt am Client über dieses Gerät einrichten könnt, möchte ich noch kurz auf die technischen Details eingehen. Dieses Gerät ist de facto ein kabelloses Sicherheitssystem mit verschlüsselten lokalen Speicher und Multigeräteverwaltung. 64 GB gibt es inklusive. Ihr könnt aber 2x512 GB Karten hier reinstecken in diese Mikroslots, die sich auf der Rückseite befinden. 8 Kameras werden insgesamt unterstützt in HD-Qualität bzw. 4K-Qualität bis 16 Megapixel. Das Gerät unterstützt WLAN in Version 6, Dualband. Es gibt keine monatlichen Kosten und der LAN-Zugriff funktioniert ganz normal, entweder über das Internet oder lokal heimisch. Die Verschlüsselung im Gerät gibt es ebenfalls, eine AES 256er Verschlüsselung läuft über das Gerät und als kleines Gimmick noch mit dazu ist hier ein Lautsprecher eingebaut, bedeutet, sobald eine der Kameras einen Alarm auslöst, wird auch über das Gerät, wenn ihr das möchtet, ebenfalls ein akustischer Alarm ausgespielt. Finde ich eine tolle Sache. Ihr könnt bis zu 11 Benutzer anlegen. Davon müsst ihr natürlich den Administrator abziehen. Das heißt, 10 Subaccounts wären möglich über die Riolink App. Und dieses Gerät unterstützt auch Zeitrafferaufnahmen. Bedeutet, wenn eure Kamera diese Funktion noch nicht hat oder noch nicht so ausgefeilt hat, könnt ihr über diesen Hub die Zeitrafferaufnahmen ebenfalls herstellen. Übrigens, das die Zeitrafferaufnahmen eine ganz, ganz tolle Sache sind, habe ich euch ja in einem der letzten Videos, oder es waren sogar 3 Videos mal gezeigt, indem ich die Nachtaufnahmen meiner Argus 4 Pro, farbige Nachtsicht, die Nachtaufsicht meiner Trackmix und die Nachtaufnahmen meiner RLC 1212, 12 Megapixel Kamera, online gestellt habe, in denen ich einfach mal 6 Stunden Nachtaufnahmen im Zeitraffer auf 2 Minuten zusammengeschnitten habe. In dem Fall konnten das die Kameras selber machen. Hier könnt ihr das Ganze über dieses Gerät bewerkstelligen. Wer das Ganze vielleicht nicht mit der Nachtaufnahme machen möchte, baut vielleicht gerade ein Haus, hat eine tolle Baustelle, die man später im Zeitraffer mal zeigen möchte. Doch genug geschwätzt. Ich werde dieses Gerät jetzt in mein Netzwerk einbinden. Dazu werde ich einfach den Stecker vom Netzwerk auf der Rückseite einstecken. Die zweite Hälfte kommt in meinen Router bzw. in meinen Switch. Dann wird der Strom angeschlossen. Dann geht dieses Teil direkt online, sollte in meiner App und am Client erkannt werden. Und dann zeige ich euch, wie ich die Kameras hinzufüge. In erster Linie geht es mir um die Argus 4 Pro, denn die konnte ich bisher noch nicht einbinden an meinem NVR. Wenn das hier klappen sollte, wäre das eine ganz tolle Sache. Und im Anschluss werde ich ein paar von meinen anderen Kameras ebenfalls einbinden, einfach um mal zu testen, ob das Gerät das einhält, was der Werbeflyer verspricht. Zum Hinzufügen wähle ich die Riolink Home Hub im Client aus, hinterlege ein neues Kennwort und gebe einen Namen.
Die SD-Karte muss natürlich erst formatiert werden. Mit einem Klick auf Formatieren passiert das ganz automatisch. Im Anschluss ist der Reolink-Hub bereits fertig eingerichtet und kann verwendet werden. Die Einrichtung der Verschlüsselung, auch die Hinweistexte, die solltet ihr euch alleine in Ruhe durchlesen. Das werde ich an dieser Stelle überspringen. Das Einrichten der Kamera funktioniert genauso einfach. Über Hinzufügen kann ich eine Kamera aus der bestehenden Liste auswählen und die Verbindung anlegen bzw. bestätigen. Nach einer kurzen Weile steht die Argus 4 Pro bereits zur Verfügung. Der Reolink Home Hub wurde automatisch in der App auf meinem Telefon erkannt. Er steht ganz unten. Zunächst muss ich das Gerät an meiner App anmelden. Nachdem ich die Zugangsdaten, die ich eben am Client erfasst habe, hier eingegeben habe, wird der Home Hub problemlos verbunden. Die Argus 4 Pro, die ich ebenfalls am Client schon eingebunden hatte, steht mir ebenfalls hier bereits zur Verfügung. Nun werde ich im Home Hub eine zweite Kamera einrichten. Ich klicke oben rechts auf das Plus und das Gerät bietet mir an, entweder den Code auf der Rückseite der Kamera zu scannen, im LAN nach Kameras zu suchen oder aus der bestehenden Geräteliste ein Gerät auszusuchen. Das werde ich tun und in dem Fall nehme ich die RLC1212A. Ich bestätige. Ihr habt es gehört, die Bestätigung wird nicht nur auf dem Telefon angezeigt, sondern der Home Hub, der neben mir steht, gibt auch ein akustisches Signal wieder. Im Hauptmenü sieht das Ganze nun ähnlich aus wie beim NVR. Ich habe oben eine Überschrift, ein Hauptmenü, den Reolink Home Hub und darunter aufgeführt die Kameras, die mit diesem Gerät verbunden sind. Zum einen ist das die RLC1212A, die ich eben am Telefon hinzugefügt habe und darunter seht ihr die Argus 4 Pro, die einen ähnlichen Blickwinkel hat, die ist ebenfalls vorhanden. Wenn ich nun die RLC1212A anklicke, komme ich direkt in die Live-Ansicht und ihr seht, die Live-Ansicht funktioniert, sie läuft. Das passt. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Bei der Argus 4 Pro ist es das Gleiche. Auch hier wird die Kamera problemlos erkannt und mir auch zur Verfügung gestellt. Schauen wir doch nun, was sich in den Einstellungen geändert hat. Ich befinde mich in der Übersicht der Argus 4 Pro und wechsle oben auf die Einstellungen und direkt in die Filmaufnahmen. Diese sind bereits aktiviert nach einem Zeitplan und hier habe ich nun den Zeitplan 24/7, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, soll hier Personen, Fahrzeuge, Tiere und anderes einen Alarm auslösen und eben aufzeichnen. Die Dauer der Aufzeichnung war ohne den Home Hub lediglich auf 8 Sekunden begrenzt. Dabei geht es um die Nachaufzeichnung. Das bedeutet, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, wie lange soll die Kamera noch den Bereich danach filmen? In dem Fall habe ich das Ganze mal auf das Maximum von 30 Sekunden gesetzt, denn ich finde, wenn die Kamera die Bewegung verliert, möchte ich durchaus so viel wie möglich Filmmaterial hinten dran noch haben. Neben der Filmaufnahme habe ich natürlich alle Einzeleinstellungen, die die Kamera bietet, auch über den Home Hub zur Verfügung. Ich kann Push, E-Mail, FTP separat einstellen und die Sirene bzw. auch die Home Hub Sirene hier direkt bei mir am Gerät kann ich aktivieren. Zeitrafferaufnahmen kann ich auch hier feststellen. Das Ganze ja, habe ich schon mal gezeigt. Entweder was fertig vordefiniertes oder ich erstelle mir eine eigene Zeitrafferaufnahme, so wie ich das Ganze brauche. Ich werde den Reolink Home Hub nun eine ganze Weile laufen lassen und in ein paar Tagen schauen, ob die Videoaufzeichnung der beiden Kameras in etwa identisch sind und prüfen, ob tatsächlich alles so funktioniert, wie es die Werbung verspricht. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne für mein Video bereits ein Like geben, wenn es euch gefällt. Ihr wollt mehr von mir sehen? Dann abonniert jetzt meinen Kanal, klickt unten auf Abonnieren und ihr verpasst keins der neuen Videos. Ihr wollt euch mit mir austauschen zu diesen Themen? Ihr habt Fragen, Hinweise, Kritiken? Schreibt mir doch unter das Video in die Kommentarspalte. Darüber freue ich mich riesig und ich werde auch antworten. Übrigens,
Den Home Hub, meine Kameras und auch die andere Technik, von der ich wirklich überzeugt bin, die habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Wenn ihr mögt, klickt auf meine Links, kauft euch die Produkte, der gleiche Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Der Reolink Home Hub läuft nun eine gute Woche bei mir zu Hause und es wird Zeit für ein kleines Zwischenfazit, bevor ich euch zeige, wie die Wiedergabefunktion auf diesem Gerät funktioniert. Was ist mir aufgefallen? In erster Linie stand das Gerät ja hier direkt an meinem Arbeitsplatz und ich muss sagen, die Lautstärke ist nicht wahrnehmbar. Das Gerät ist absolut geräuschlos, man hört nichts. Außer der kleinen blauen LED ist auch nichts weiter zu sehen. Ich kann das Teil irgendwo in der Ecke verstecken, es stört mich einfach nicht. Beim großen NVR, den ich ebenfalls betreibe, habe ich ja zwei Lüfter eingebaut. Das habe ich damals auch bemängelt, dass die relativ laut sind, dass man dieses Gerät zum Beispiel nicht im Schlafzimmer aufstellen sollte oder schon kann. Beim Home Hub ist es so, das Gerät kann ich auch direkt neben meinen Kopfkissen stellen, es würde mich nicht stören. Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber dem NVR ist meiner Meinung nach der Stromverbrauch des Geräts. Der NVR zieht nun doch einiges an Strom. Klar, da läuft eine große Festplatte drin, im Idealfall sogar drei Festplatten. Hier habe ich ja einen kleinen Anschluss, einen kleinen Adapter. Der Stromverbrauch ist absolut überschaubar und deutlich geringer als beim NVR. Es gibt aber auch Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Ähnlich wie bei den Netzwerk-Videorekordern, wenn die Kameras dort direkt angeschlossen werden, generiert dieser Hub eine Art eigenes Subnetzwerk. Das bedeutet, die Kameras, die ich hier angeschlossen habe, auf die kann ich zwar noch separat per Client zugreifen, aber der direkte Zugriff auf die Streams und dergleichen, zum Beispiel meinem Home Assistant, die hat es mir direkt gekappt. Ich kann auf die Kameras nicht mehr zugreifen über den Home Assistant, da kommt eine Fehlermeldung, dass das Gerät nicht erreichbar ist. Die Erreichbarkeit über den Home Hub ist aber uneingeschränkt möglich. Das finde ich persönlich nicht so schön, denn ich nutze den Home Assistant wirklich sehr gerne und habe die Reolink-Kameras auch dort eingebunden mit allen möglichen Funktionen. Wäre schön, wenn man das trotzdem getrennt handeln könnte. Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist die manchmal verzögerte Ladezeit bei der Wiedergabe. Zumindest bei der Argos 4 Pro ist mir aufgefallen, dass wenn ich hier am Client eine Wiedergabe starten möchte, ein zuvor aufgezeichnetes Videomaterial mir anzeigen möchte, dass ich auf die Wiedergabe klicke, eine Timeline angezeigt bekomme, dort über den Filter ja auswählen kann, was ich mir anschauen möchte. Und wenn ich dann direkt vor dem Clip klicke, dass der Clip direkt angewählt und eben lädt, dann habe ich hier bei 2-3 Tagen in der Timeline doch Probleme gehabt, dass das Ganze wirklich 10-20 Sekunden gedauert hat, bis der Ladebalken, dieser Ladekreis durch war und ich tatsächlich ein Bild gesehen habe. Das fand ich persönlich nicht so gut, hat auf der normalen Einstellung überhaupt keine Auswirkung gehabt. Dort funktioniert das ganz, ganz normal, aber hier habe ich mitunter doch längere Ladezeiten. Auf der App habe ich dieses Phänomen kurioserweise nicht nachvollziehen können. Ich nutze die aktuelle Version vom Client. Woran das genau liegen kann, weiß ich nicht, denn ich konnte diese Fehler auch nur bei bestimmten Tagen reproduzieren. An anderen Tagen lief das Ganze mit einem Klick sofort los. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich arbeite grundsätzlich mit der höchsten Auflösung, aber denke, daran kann es normalerweise nicht liegen. Davon abgesehen ist das Gerät wirklich sein Geld wert und die Bedienung ist kinderleicht. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Wiedergabedaten, die aufgenommenen Videos mir hier am Client anschauen kann und danach, wie das Ganze am Telefon auf der App funktioniert. Für die Wiedergabe hier am Client habe ich bereits den Reolink Home Hub geöffnet. Schauen wir doch mal zusammen drauf, wie das Ganze funktioniert. Ich öffne an dieser Stelle den Home Hub, den habe ich hier schon offen und über den Ereignisverlauf kann ich mir direkt alle Wiedergaben anzeigen lassen mit Filtern und zwar über alle Kameras, die ich hier installiert habe. Ihr seht, das Ganze geht eine ganze Weile zurück, denn ich habe ja die Kamera nun doch eine gute Woche laufen. Ich möchte an der Stelle mir vielleicht nur die RLC anschauen, bestätige das Ganze hier. Über die Suche wird das Ganze dann aktualisiert. Und was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist diese Vorschaufunktion. Das kenne ich ja schon aus der App. Am Client gab es das bisher nicht. Da gab es nur die Timeline. Ich kann Ereignistypen festlegen und sagen, okay, immer dann, wenn eine Person erkannt wird. Und ihr seht es hier, ich habe schon das neue Update auf dem Home Hub installiert. Auch Pakete werden zum Beispiel hier erkannt. Über die Suche kann ich den Filter weiter einengen und in dem Zusammenhang einfach dann per heute hier auf Play klicken und schon wird mir die Wiedergabe angezeigt. Eine weitere Möglichkeit,
die Aufnahmen wiederzugeben, ist natürlich über die klassische Funktion. Bedeutet, ich wähle links an der Seite meine RLC1212A Kamera aus, wechsle hier oben auf das Wiedergabemenü, ja, springe hier in meine Timeline hinein und dann wird direkt das Video abgespielt. Tja, siehst du, hier ein Marder, der hier einmal quer durch das Bild rennt, hat es ziemlich eilig, das Tier. Und ihr seht im Hintergrund, alles sehr gut erkennbar, spielt automatisch ab mit entsprechend diesen Bewegungsmeldern. Doch wie sieht das Ganze an der App am Telefon aus? Das zeige ich euch jetzt. Für die Aufnahme am Telefon wechsle ich mit der Reolink-App wieder in meine Übersicht des Home-Hubs und habe hier die gleichen Funktionen, die ich eben am Client bereits gezeigt habe. Auch hier habe ich die Möglichkeit, den Ereignisverlauf auszuwählen und analog den Einstellungen, wie sie auch am Client am PC zu sehen war, habe ich auch hier die Einstellung für die einzelnen Kameras mit entsprechender Uhrzeit. Meiner Meinung nach hier sogar ein wenig schöner angezeigt und ihr seht es, die Vorschau läuft für alle Streams, für alle Aufnahmen, die ich hier auf dem Bild habe. Das bedeutet, ich kann auf den ersten Blick bereits erkennen, welche Bewegung erwartet mich. Welche Aufnahme wurde ausgelöst? Was war der Auslöser selber gewesen? Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Dann muss ich nicht die Videos einzeln anspielen, um zu schauen, was ist denn da drauf. Über den Filter kann ich natürlich auch hier einstellen, das Datum, das ich mir anschauen möchte. Ich kann entsprechend das Gerät auswählen, das ich mir anzeigen möchte. Und kann auch den Ereignistyp aussuchen, den ich mir anzeigen möchte. Und wenn ich jetzt auf Fertig klicke, seht ihr hier, das sind die entsprechenden Aufnahmen, das Ganze chronologisch rückwärts. Und wenn ich mir eine Aufnahme auswähle, habe ich diese dann direkt hier auf dem Bildschirm. Und auch da ist wieder der Marder, der hier einmal durch das Bild rennt. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, ist übersichtlich und leicht bedienbar. Da rechts hinter mir, da steht ja nun der Reolink Home Hub. Insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Gerät. Der Home Hub ist eine hervorragende Ergänzung für alle, die ihre Kamera zentral verwalten und speichern möchten. Und die Einrichtung ist simpel. Die Performance hat mich überzeugt und endlich können auch Kameras wie die Argus 4 Pro optimal genutzt werden. Die Alarmfunktion und die Auswahl dieser Klingeltöne sind ein zusätzliches Plus für diejenigen, die das haben möchten. Für mich in dem Sinne nicht relevant, denn dieser kleine Home Hub verschwindet direkt in meinem Serverschrank, wo es keiner mitbekommt. Viel wichtiger für mich ist der Funktionsumfang auf dem Mobiltelefon und am Client hier an meinem Computer. Und damit bin ich durchaus zufrieden. Mein NVR hat zwar deutlich mehr Speicherkapazität, dort kann ich 3 Festplatten mit insgesamt 48 Terabyte unterbringen und genügend Daten aufnehmen, 36 Kanäle speichern. Dieses Gerät hier schafft im Endeffekt 1 Terabyte mit 2 512er Karten und 8 Kameras. Aber für all diejenigen unter euch, die kein Riesenmonstrum im Keller brauchen, um 36 Kameras zu beherbergen oder zu managen, ist dieses Gerät wirklich eine sinnvolle Alternative. Apropos Alternative, die Links zum Reolink Home Hub und den anderen passenden Produkten, wie vorhin schon gesagt, findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Unterstützt meinen Kanal, wenn ihr so ein Teil haben wollt und kauft das über meine Links. Der gleiche Preis für euch und eine kleine Provision für mich. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gebt mir spätestens jetzt den Daumen nach oben. Das bringt mich und meinen Kanal voran. Wenn du mehr von mir sehen willst, klick den Abonnieren-Knopf unten im Video und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du deine Gedanken, deine Kritiken, deine Hinweise zu diesem Gerät oder auch zu den anderen Reolink-Produkten einfach unten in die Kommentarspalte hineinschreibst, damit wir uns untereinander austauschen können. An der Stelle bin ich schon wieder fertig mit der Vorstellung des Reolink Home Hub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao, bis bald.